Die Feuerwehrspritze im Anschlag mit der Wasserkanone gegen sensationshungrige Gaffer. Bei einem schweren Unfall auf der A3 bei Aschaffenburg hat es 3 Tote und viele Verletzte gegeben. Doch damit nicht genug. Vorbeifahrende Schaulustige zücken ihre Handys und filmen schamlos die Bergung der Leichen. Selbst Ermahnungen der Polizei bringen nichts. Erst die Schlauchaktion der Feuerwehr hat Erfolg. Allerdings nun auch ein juristisches Nachspiel. Könnte vorgeworfen werden, den Tatbestand des sogenannten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das ist ein sogenanntes Offizialdelikt, bei dem die Staatsanwaltschaft ermitteln muss, auch wenn noch gar keine Strafanzeige vorliegt. Im Netz hat die Aktion der Feuerwehr viel Zuspruch bekommen. Der resolute Feuerwehrmann ist als Held und Vorbild gefeiert worden. Nun könnte es dem Retter aber an den Kragen gehen. Wegen den Gaffern passieren so viele noch mehr Unfälle. Also deswegen, ich verstehe es nicht. Typisch Deutschland. Es ist schon gefährlich mit so einem Strahl, mit dem Schlauch. Da kommt ein Wasserdruck raus, der ist ziemlich hoch. Also das kann schon gefährlich sein. Bei einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr drohen bis zu 5 Jahre Haft oder eine Geldstrafe. In diesem Fall aber dürfte es glimpflicher verlaufen. Es wird überprüft, was denn da genau passiert ist. Und dann wird es von einer Staatsanwaltschaft geprüft, ob Anklage erhoben wird. Ich denke und glaube daran, dass die Richter in Deutschland da aber die Kirche im Dorf lassen. Und das Verfahren wegen Geringfügigkeit einstellen. Einige Gaffer werden wohl auch eine Strafe bekommen. Die Polizei hat gegen 10 Schaulustige ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihnen droht allerdings nur eine Geldbuße von bis zu 1.000 Euro.